Hallöchen und willkommen zurück bei unserem Kanal. Ja, wie ihr seht, es ist mal wieder Minecraft. Ist ja so eine Weile nicht mehr gekommen. Und zwar ist es nicht normales Minecraft, sondern Adventure Map. Nämlich, da ich ja ein Projekt gemacht habe, nämlich News Add, habe ich mir gedacht, suche ich doch eine Adventure Map mit Jump Run und dann habe ich eine gefunden, die wirklich eine Minecraft Mirror's Edge Jump'n'Run Map ist. Na, auf jeden Fall, jetzt machen wir mal Road. Set difficult to peaceful. Schau mal, haben wir das? Nein, noch nicht. Jetzt hat. Don't destroy or place any blocks. Okay, if you die, you have to start from the beginning. Okay, so don't jump off buildings if it's too high. Grab some cards from the minecart storage room. Sometimes fences indicate where you are not supposed to go. Use the texture pack closed, don't look so dirty. Have fun. Ja, zu dem texture pack, ich konnte es nicht drauf tun. Ich wollte es drauf tun, aber es wollte irgendwie nicht, sagen wir so. Nehme ich mal. Erste Player, take. Hammer. In case you mess up. Two or more players, take 4 cards per player. Okay. Cool computer screen for cool people. Another cool screen. Ah yeah. Oh, das dat für ein Screen? Stop. Press button for a relaxing song. Okay. Das wollten wir doch eigentlich nicht so haben. Und ich weiß, dass da reingeht. Also gehen wir so wieder rein. Und jetzt sind wir wieder hier. Zack, 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 zack. Und ich habe keine Ahnung, wie ich durch Grasungsturm bin. Ah, das soll das, der Theme-Song von News Add sein. Warte, lass mich mal gucken. Ich soll doch da rein. Tut mir leid, das funktioniert nicht. Ich probiere es mal so. Ah, sieht man schon. Ah, so nett gemeint, aber funktioniert nicht so. Okay, was war das da hinten? Keine Ahnung. Lass aussteigen. Wieso kann ich nicht aussteigen? Ah, jetzt hat. Oh Gott, wieso konnte ich nicht aussteigen? Gehen wir da hoch. Zack, zack, zack. Jetzt ist die Hand wieder normal. Man muss dann Wasser springen, oder? Wahrscheinlich. Hopp. Zack, zack. Jetzt bin ich hier. Oh. Und alle. Hopp. Okay. Und das hier. Ah, jetzt habe ich einen Fail gehabt. Jetzt habe ich Sisch gehabt und habe gedacht, das schaffe ich nicht.
Komm schon, das ist jetzt echt nicht schwer. Ja, so zu gehen. Ich habe schon ewig nicht kein Minecraft mehr gespielt. Also, könnte durch zwischendurch die Störung nicht mehr weiß. Zack, zack. Press and look behind. Ah. Zack, zack, zack. Wo geht's jetzt hin? Ah, Glas. Oh. Immer diese Sounds. Alter. Einfach durchsuchen. Vielleicht ist ja was drin. Da nicht, da nicht, da nicht. Und da nicht. Nur Deko. Na egal. Ich traue dem Ganzen nicht so ganz. Fuck. Na egal. Was ich hier dann? Warte, lass mich mal gucken. Ah, da. Ah, ich kann so was sehen gehabt. Und alle hopp. Hopp, hopp, hopp. 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 Ha, geschafft. Ich weiß, ich hätte eigentlich noch auf den anderen Block springen sollen, aber so, wenn es auch so geht. Ah. Da ist eine Tür auf. Die hier. Oh Gott. Redstone Boden. Wieso? Alter, jetzt sprintet meiner nicht. Eigentlich, wenn man es gut macht, müsste es doch auch so gehen, ja. Könnte sein, dass jetzt da gleich was fliegt. Press Button for Diamond. Aber ich nehme den mir so raus. Zack, zack. Wasser. Wieso macht er so komplizierte Wege, wenn das nicht ganz einfach geht? Okay, was kommt als nächstes? Das hier? Oh, das ist ja gleich so schwer. Er macht schon. So. Jetzt geht's da hoch und... Achso. Ich glaube, so langsam sind wir draußen. Hops, zack. Schnee. Schnee. Au. Ja, oder so. Also ich muss irgendwo da lang.
Ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Mach mich da hoch. Geht doch. Verbinden. Immer direkt Leitern an mich. Eigentlich sind es bei mir zu 90% immer nur die Leitern, die mich nerven. Okay, also das ist jetzt nicht wirklich schwer. Einfach rüber. Zack, 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 zack. Derjenige, der das kann, kann entweder kein Jump'n'Run oder der hat es am Anfang extrem einfach gemacht. Sit in cart and switch lever. Ach, wenigstens bin ich gestorben. Er hat dazugelernt. Wo geht's lang? Soll das ein Pferd sein? Okay. Nochmal. Ihr müsst jetzt echt den Ausgang finden. Ey, wieso will jetzt meine dann nicht mehr hoch? Alter, das ist doch gerade ein schlechtes Herz, ne? Der müsste eigentlich irgendwo auf der Seite sein. Oh, da sehe ich das schon. Ich bin ein Vollidiot, Alter. Ich bin echt ein Vollidiot. Oben. Jetzt geht es da drüben weiter. Also lass mich schnell überlegen. Keine Ahnung, was das jetzt irgendwie schwer sein sollte. Au. Hatte das bei einem mit eingerechnet, dass hier Schnee liegt? Wenn ja, dann ist er fies. Richtig fies. Okay, da unten rein. Hopp, zack. Okay, ich glaube, ich muss mal die Höhe des Raums mal mehr mit einberechnen. Hopp, zack. Tut, 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 tut. Lieber hoch. Ist ja wahrscheinlich nicht umsonst Sand. Oh, hier geht's lang. Und es ist ja, sobald ich jump sollte, muss ich noch von ganz vorn beginnen, okay? Look down before you jump.
hilft mir echt viel, wenn das zugefroren ist. Zack, zack, zack. Und runter. Dann muss ich da runter. Jetzt muss ich da hin. Darüber so. Ja. Oh, bitte. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, hier ist extra ein bisschen schwerer gemacht. Ich sollte ich da extra auf die Leiter gehen. Da würde ich auch ohne die Leitern runter kommen. Naja, rüberkommen. Ich glaube, der hat das nicht mit einberechnet. So, dann suche ich mir jetzt irgendeinen anderen Weg. Könnte es sein, dass ich das jetzt machen muss, später machen muss. Oder was ich jetzt mache, eigentlich jetzt gleich machen muss. Ach, leck mich. Er hat einen Fehler gemacht, ich mache das so. Switch lever, weil you reading. Wo ist der? Da. Da nach oben. So. Jetzt da lang. Fuck. Zack. Der ist eigentlich wirklich nur so durchgehopse. Das hat nicht mal eine Schwierigkeit. Yes. Es interessiert mich. Ist das da unten zugefroren? Oder nicht? Gott sei Dank. Oh, ein Keks. Okay. Muss ich da irgendwie einen bestimmten treffen? Nicht. Thanks for playing. Hat ja nicht so funktioniert, glaube ich, wie er gedacht hat. Oder warte. Game Mode 1. Mann. Öffnen, zieht an, was auch mal so. So. Eigentlich durch jedes einzelne Dings will das nicht. Ja, wegen, er hat einen Fehler gemacht. Die werden ja nicht mehr ausgelöst. Da müsste man die hier so warte ist drauf ach, mal sehen was hat der hier noch für Sachen gemacht damit. Ah, die Kekse.
Warte, machen wir jetzt mal so wie es wollte. Dann wird das runtergehen und dann thanks for playing. Okay, das heißt, wir haben die Map fertig. Jetzt möchte ich gerne hier noch raus, falls das geht. Einfach irgendwo in die Luft. Okay, jetzt sieht man nochmal die ganze Map. Ja. Es ist eine große Map. Allerdings habe ich das Gefühl, wir waren nicht mal in zwei Drittel davon. Wir waren vielleicht in einem Drittel der Map. Na, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde das jetzt irgendwie bewerten. Wie mit den Flash Games. Von 1 bis 6. So. 1 ist das Beste, 6 ist das Schlechteste. Nehmen wir das Haus hier wegen, das ist zu nah an den Wolken. Ich würde sagen, ein bisschen sehr einfach. Er muss ja jetzt kein Höllensprünger sein, aber ein bisschen sehr einfach dafür, dass es von einem Spiel handelt, diese Map, wo es über Temp Run geht. Und dann sind die Sprünge extrem einfach. Und recht kurz. Aber trotzdem recht nett gemacht, die Map. Eine 4 plus. Genau. Das hat's verdient. Okay. Jetzt hat's mehr noch. Oh, hier aus. Irgendwie so. Na, so passt das schon. ja, irgendwie so. Und jetzt hat... 0. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.